Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in Minecraft und da drüben ist Flipper, der ist gerade irgendwie... Ich wollte gerade sagen, der ist irgendwie eingeschlafen, aber... Nö, der weiß noch nicht, was er mit sich anfangen soll. Ich kann es ihm nachfühlen. Wir bauen heute das Dach noch ein bisschen weiter. Und ich schließe mich jetzt einfach mal an die Aussage an, die ich in der letzten Folge schon getroffen habe. Dieses Mal denke ich, dass wir... diese Folge hiermit durchaus fertig werden sollten. Hier muss ich endlich ein bisschen weiterbauen, fällt mir aber gerade auf. So, dann haben wir dieses Dach jetzt auch fast fertig. Muss ich nur hinterher hier von unten noch die Gegentreppen anbauen. Und diese Dachkante hier, die muss ich jetzt hier auf der Seite noch ein bisschen weiterziehen. Aber da habe ich jetzt hier drüben ja die Referenz, deswegen sollte das eigentlich relativ gut gehen. Ja, genau, falsch. So machen wir das. Und so. Dann brauche ich hier, glaube ich, noch eine Treppenstufe. Und dann noch einen Slab. Und das sollte jetzt eigentlich die ganze Dachoptik schon gewesen sein. Und das Ganze müssen wir ja dann noch einen Block weiter rausziehen, ne? Den Gedanken habe ich ja in der letzten Folge noch eben schnell etabliert. Das waren einfach schon wieder meine Treppenstufen. Ja, ein paar können wir noch gebrauchen. Eigentlich sogar mehr als ganze Blöcke. Also von daher kann ich auch eigentlich alle hier verwursten. So, zack. Wenn wir noch mehr Blöcke brauchen, dann setzen wir halt zwei Slabs aufeinander. Das ist ja auch kein Thema. So, dann hier ein Block drauf. Hier nochmal eine Treppenstufe hin. Block, Block, Treppenstufe. Bevor ich das rückwärts baue und wieder nicht weiß, wie ich von unten her weiterbauen soll, laufe ich einfach hier rum. Baue die andere Seite auch von unten auf. Das sollte deutlich besser funktionieren, denke ich mal. So, einen vollen Block haben wir noch. Ich glaube aber, ich brauche noch ein paar mehr, ne? Dann bauen wir ab jetzt mit den Slabs weiter. Das meinte ich ja eben. So. Ja, und damit haben wir das doch jetzt so ziemlich. Das heißt, ich müsste jetzt hier noch einen Boden reinzimmern. Irgendwie eine Verstärkung. Hier noch eine Säule zwischen. Dass es alles so ein bisschen nach Substanz aussieht. Und dann sind wir so langsam tatsächlich mal fertig. So. Wie ist denn das, dass ich hier Slabs gebaut habe, wenn ich hier jetzt... Ja, wenn ich das jetzt austausche, dann sieht man von unten die Steinkante. Wenn ich es nicht austausche, dann sieht man von oben hier das Holz. Ich könnte natürlich sagen, dadurch, dass das hier ein anderer Bereich ist, machen wir hier einfach einen Birkenboden rein, verkleiden den von unten noch ein bisschen, dann haben wir es ja auch. Na, Versuch macht klug, gucken wir dann später mal nach. Jetzt erstmal noch hier und so. Ja, und dieses Dach baue ich hier auch noch ein bisschen weiter. Das hier läuft dann hier unten drunter durch weiter. Das ist so in Ordnung. So, damit sind wir hier in dem Bereich jetzt schon mal fertig. Das immerhin. Das immerhin. Hüpf, hüpf. Hier auf der anderen Seite mal eben schauen. Genau, hier passt das soweit auch. Dann werde ich jetzt mal eben, damit ich mich hier selbst wieder orientieren kann, diese ganzen Gerüste hier entfernen. Und dann gegebenenfalls da wieder neu bauen, wo ich sie halt gerade gebrauchen kann. Ach,
Ach ja, und hier sollten ja noch ein bisschen ein paar Baumstämme hin. Ja. Ich erinnere mich. Machen wir das mal eben noch. Na, irgendwann wird die Bude schon fertig. Okay, 2, 3, 4. Dann müsste also hier auf dieser Höhe jetzt der weitere Querträger rein. Da fehlt noch ein Block. Ja, und dann könnte man ja eigentlich hier so hochbauen. Und sich dann gleich mal von unten her anschauen, wie sich das denn so macht. Ich werde mich hier wahrscheinlich noch ein paar Mal hochbauen müssen, weil ich immer wieder irgendwie ein bisschen was sehe, was ich zuvor übersehen habe, was ich nicht richtig aufgefüllt habe und so. Der Schaufel ging es auch schon mal besser und Kruzifix, das wird schon wieder dunkel. Das geht immer schnell. So, ein bisschen räume ich noch auf, dann hauen wir uns gleich hin. Und dann schauen wir uns gleich mal an, wie weit wir hier sind. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich pro Folge so gar keinen Fortschritt mache und immer auf der Stelle trete und es bewegt sich einfach nichts und ihr wisst schon, was ich meine. Aber ganz ehrlich, wenn ich mal daran denke, wie es hier in Folge 1 dieser Staffel aussah, als wir hier auf dieser Insel angekommen sind und nichts hatten. Da muss ich halt schon sagen, finde ich das hier eigentlich recht erfolgreich. Den Block, der hätte ich auch noch ganz gerne. Ich weiß, es ist nur Dirt, aber so viel haben wir davon jetzt auch nicht. Und ihr seht ja, wie viel ich davon nutze als Gerüste. Also von daher, lassen wir es mal nicht verkommen. Irgendwann haben wir vielleicht so viel von dem Zeug, dass es wirklich nicht mehr relevant ist. Aber im Moment nehme ich es alles noch mit. Das sieht aus wie ein Gesicht. Na toll. Ja, aber so aus dem Winkel hier sieht er doch ganz gut aus. So gefällt mir das doch schon mal. Schauen wir mal noch von der anderen Seite. Genau, hier habe ich von unten auch alles aufgefüllt. Das ist gut. Hier habe ich das natürlich noch nicht gemacht. Schauen wir mal gerade ganz kurz, wie das hier aussieht. Unfertig. Es sieht unfertig aus. Aber grundsätzlich hier der Übergang, der funktioniert auch. Und hier von der anderen Seite, Ja, finde ich jetzt nicht grundsätzlich schlecht. Da oben die Kante, die ist mir noch zu gerade. Die möchte ich wirklich noch ein bisschen einsacken lassen. Aber dann denke ich, dürfte das hier eigentlich alles ganz gut aussehen. Mache ich denn das hier jetzt? Das hier ist natürlich nicht mittig. Kann es ja auch gar nicht sein. Ist ja eine Doppelbreite. Das heißt, ich habe jetzt hier einen so einen Poller. Und dann bekäme ich eigentlich hier drüben noch einen. Und wenn ich hier einfach nur eine Querstrebe durchziehe und hier nochmal eine Stütze, dann wäre ich doch eigentlich schon da. Also sprich hier, ziemlich genau hier. Na toll. Und auf der Höhe kommt der Boden hier rein. Das heißt, eigentlich bräuchte ich hier 1, 2, 3, hier diese Querstrebe. Und der Schanker Holz mehr.
Aber wie bereits gesagt, wir haben ja glücklicherweise alle Ressourcen, die wir brauchen, direkt um die Ecke. Und natürlich, mit einer Diamantspitzhacke ging das hier schneller, aber ihr habt es ja gesehen. Ich war eine Stunde unterwegs, bin durch die Weltgeschichte geeiert, hinten zu den Inseln und so weiter, bin dann da unten in die Katakomben. Folge später habe ich mich in die Höhle, in die Schluchten da hineingeschmissen. Bin sogar am Instant Creeper gestorben. Jetzt neu, der Instant Creeper, einfach Wasser hinzufügen. Nee, aber ernsthaft, wir haben ja keine Diamanten gefunden. Also außer natürlich, ich hätte sie komplett übersehen und ihr schreibt mir das in den Kommentaren. Das kann natürlich sein. Aber was ich sagen will, ist, ich hab's doch versucht. Ich hatte einfach kein Glück. Wir werden den Versuch natürlich dann bei Zeiten nachholen. Das ist ja klar. Mich, was das angeht, ja auch irgendwann mal weiterkommen, fertig werden. So. Dann hier noch ein bisschen bauen und dann haben wir das doch. Eigentlich müsste ich den Querbalken hier jetzt noch... Hier muss ich doch gar... Warte mal. Nee, richtig, das war's ja schon. Ich baue jetzt da oben einfach zu und dann sieht das vielleicht, wenn ich Pech habe, ein bisschen flach aus. Weil das hier halt von der Verstrebung dann dort glatt in die Wand übergeht. Aber das werden wir dann gleich sehen. Ich brauche mal langsam eine Treppe von innen, ne? Oder wenigstens eine Leiter. Komm, wir bauen eine Leiter. Von hier unten da hoch haben wir schon eine Treppe. Und ihr seht, wie viel Platz die braucht. Aber ist egal, die bleibt jetzt. So, hat hier noch ein bisschen mehr Substanz. Ich denke mal, sieht ganz gut aus. Aber hier oben bauen wir jetzt in irgendeiner Ecke einfach eine Treppe. Eine Leiter, eben gerade keine Treppe. Eine Leiter nach oben. Und dann sind wir auch schon ganz gut dabei. Wir machen nochmal eine Leiter. Ich brauche dafür Sticks. Soweit so klar. Und dann brauche ich dafür... Ne, warte mal, war das nicht einfach so? Jo, das war einfach so. Alles klar. Ne, klar, das war das Zaunrezept. Natürlich, der Zaunbauplan. Den haben sie damals überarbeitet. Zäune hat man damals auch mal nur mit Sticks gebaut und inzwischen braucht man dafür auch Blöcke. So war das nämlich. So, wenn man hier hochkommt, dann kann man... Na gut, wenn man hier auf der Ecke hochkommt, das ist natürlich, das bringt natürlich auch nicht viel. Andererseits haben wir hier drüber ja noch einen Raum. Also angenommen, ich würde jetzt, sagen wir mal, hier einen Block hinsetzen. Dann könnten wir hier trotzdem noch Fenster haben. Hier die Leiter. Und dann setze ich hier einfach mal ein kleines Loch an. Jo, das geht doch. Alles klar, und jetzt können wir uns hier oben rumbewegen und hier noch ein bisschen was auffüllen. Unter anderem natürlich das hier. So. Und hier würde ich sagen, baue ich jetzt wirklich so einen hellen Dingsboden rein. Das da war natürlich falsch. Na, wobei, von hier innen kann ich das halt wie die Dachdecke. Im wahrsten Sinne. Ja, das ist doch vollkommen okay. Dann haben wir hier noch so einen etwas verkleideteren Bereich. Das könnte dann hier so ein bisschen so aussehen und hier so um die Kurve gehen. So. Ja, das wird doch, das wird doch. Das wird doch wirklich. Und ich möchte sogar wagen zu behaupten, dass es gut wird. Ja, das kann man doch so machen. Dann kommt da oben noch ein Blumenkasten vor. Dann kriegen wir nochmal so ein bisschen die dritte Dimension aus der Wand raus. Dann sind wir doch schon da.
das ist doch vollkommen in Ordnung. Warum habe ich hier eigentlich zwei Schaufeln? Das sollte doch wenn dann so sein, dann habe ich hier nämlich noch einen weiteren Platz, um irgendwelche anderen Blöcke hier zu verwenden. So, ist doch viel praktischer. Das war wahrscheinlich schon die ganze Zeit so. Das war auch die letzte Folge schon so, wa? Und ihr sagt natürlich mal wieder nichts. So, hier müsste ich noch ein bisschen auffüllen. Und zwar mit, nicht mit Äpfeln, sondern mit Slabs. Oder mit einem Slab. Das geht natürlich auch. Soll ich hier den Balken noch durchziehen? Ne, das sieht dann auch nicht gut aus, ne? Das sieht definitiv nicht gut aus. So. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Das ist so eine Ecke mal wieder. Mache ich dann einfach mal so und... Ach, sag mal. So und so machen wir das. Das sollte schon mal deutlich besser aussehen jetzt in der Ecke hier. Ja, das gefällt mir schon mal. Da oben ist, glaube ich, alles ausgekleidet. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine... habe ich das hier kaputt gemacht? Na, ist sogar schon bewachsen. Also, wenn, dann... liegt das schon eine Weile zurück. Hier fehlt noch ein Querbalken. Habe ich dafür noch genug Holz? Jawohl, das sieht gut aus. Dann zimmern wir hier halt auch noch eben einen Querbalken rein. Dieser Höhe hier. Na komm. So. Eigentlich müsste ich die Wand hier jetzt auch noch einen rausziehen, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Also so ganz langsam kann ich dieses Dach hier nicht mehr wirklich sehen, ehrlich gesagt. So, ich baue nochmal ein paar Steine. So, hier ein, so ein Stack sollte ja wohl reichen, denke ich mal. Zack. Und daraus mache ich jetzt nochmal ein paar Treppenstufen. Zack. So. Damit sollten wir ja wohl hinkommen. Okay, nee, gut, das mache ich jetzt aber noch gerade. Ich denke nämlich, dass der optische Effekt den Aufwand... Jetzt wird das schon wieder duster. Das ist doch ein Witz. Jedenfalls ja, dass das den Aufwand auf jeden Fall rechtfertigen wird. Das denke ich schon. Und das war schon falsch. Dieser Block soll weg. So, hier kommt jetzt ein ganzer Block drauf. Dann hüpf. Und dann haben wir hier nochmal einen Block. Und hüpf. Achso, ich hatte ja hier so ein bisschen so ein gewisses Design eingebaut. Tja. Ich baue es jetzt einfach mal nicht nochmal. Oh, das wird knapp. Puh. Ich sollte solche Sachen nicht machen. Ja, das große Sat1-Turmspringen, oder wie war das? Oh mein Gott. Es gibt Dinge, die man nicht machen sollte, wenn man keine Ahnung hat, wie sie ausgehen. Eieieiei. So, baue ich mir jetzt nochmal einen ordentlichen Aufstieg. Und komme jetzt hier das Dach nicht hoch. Weil ich nämlich blöd bin. Okay, dann baue ich mich auf der Seite hier nochmal hoch. Da habe ich genauso viel von, denke ich mal. Aber wie gesagt, ich für meinen Teil habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier überhaupt nicht vorankommen. Aber in Wahrheit haben wir ja jetzt inzwischen schon mal ein schönes Häuschen. Ich muss mir das selbst immer wieder so ein bisschen vor Augen halten. So. Damit ist das da von außen jetzt schon mal fertig. Jetzt muss ich nur noch hier von unten her die entsprechenden Innenblöcke verteilen. Da kann ich die Wand hier einen Block rausziehen. Das ist ja dann die einfachste Übung im Endeffekt.
So. Ja. Damit haben wir das doch schon. Ah ja, die Schaufel. So. Autsch. Naja, alles ist besser als das große Turmspringen. Ich meine, ist ja jetzt auch nicht so, als würde ich sonst überhaupt nicht sterben oder sowas, ne? Das kommt ja schon oft genug vor. Also eigentlich brauche ich es nicht provozieren. Warum ich es trotzdem tue? Es ist ein Rätsel. Es ist ein Rätsel. Das kann ich eigentlich sogar so lassen hier mit dem Boden. Dann fülle ich den jetzt tatsächlich hier noch eben auf. Ich glaube, das sieht dann wirklich gar nicht mal schlecht aus. Natürlich die Frage, was hier oben drüber? Ja, ich habe es befürchtet. Jo, dann sind wir hier jetzt soweit auch fertig. Heißt, ich baue mich jetzt noch einmal hier übers Dach, weil ich nämlich gerade nicht darauf geachtet habe, was das für ein Block war, den ich da entfernt habe. Naja, rauf und runter und rauf und runter. So ein bisschen so die unendliche Geschichte hier, ne? Ah ja, ein Stück Treppe war's. Okay. Die Säule habe ich ja auch schon hochgezogen. Man sich eigentlich mal überlegen, ob man hier vielleicht sogar noch einen kleinen Raum reinbaut, ne? Oder dann hier einfach diesen Einschub, obwohl das sieht dann vielleicht auch ein bisschen doof aus, wenn einfach ein so ein Würfel fehlt in dem Haus, dann lasse ich lieber so, wie es jetzt ist. Na gut, andere Seite die Wand verrücken. Das war jetzt der nächste Plan. Und das mache ich von innen, denn wir haben ja jetzt da-da-da-da einen Aufstieg. Schön. 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 Heißt natürlich, dass ich jetzt wieder vor der gleichen Frage stehe wie da drüben. Was mache ich damit? Ich könnte hier einfach ein paar Blöcke draufbauen, das hier so als Fensterbank lassen von innen. Na, warum nicht? Dann machen wir das so. Und dann, damit man das hier halt nicht so sieht, einfach hier so durch, hat man hier so ein bisschen eine Ablage, dann kann hier eine Truhe drauf und ein Blumentopf, irgendwie sowas in der Art. Und dann haben wir das doch schon. Ja, sowas hier sieht von innen jetzt auch ein bisschen meh aus. Ob ich die Blöcke hier entfernen kann, weiß ich gerade auch nicht, aber es sieht zumindest nach ganzen Blöcken. Nee, das ist tatsächlich direkt das Dach. Ja. Ja gut, dann kann ich das also auch schon mal vergessen. Hier habe ich alles von innen verkleidet. Hier war ich fertig. Hier bin ich auch fertig. Jawohl. Dann brauchen wir eigentlich nur noch hier von der anderen Seite ein paar Dings, ein paar Treppenstufen von unten dran klatschen. Dann habe ich, glaube ich, noch ein paar Dirtblöcke auf dem Dach hinterlassen. Und dann haben wir es soweit. Dann kommen hier Fenster rein und noch ein paar Blumenkübel und sowas. Und dann können wir uns in der nächsten Session wieder auf die Suche nach Diamanten begeben. Wohl wissend, dass zu Hause ein richtiges, echtes, hutzeliges, kleines Häuschen auf uns wartet. Das sogar ernsthaft gar nicht so schlecht aussieht. Also mir gefällt das Ding. So, jetzt aber hier von innen die Blöcke zum Verkleiden noch eben unterbringen. So, und zack. Das gleiche dann auch hier. So. Und hier oben würde ich jetzt, glaube ich, ganz gerne hier so bauen.
Und dann könnte ich mir sogar vorstellen, es wird wahrscheinlich nichts werden, aber ich probiere es mal. Ach doch, ha, hat funktioniert. So, wenn ich jetzt so ein bisschen höher baue, dass das Dach hier so ein bisschen schon mal so einen leichten Schwung bekommt. Wisst ihr, wie ich meine? Dann kann ich nämlich, wenn ich sowieso schon mal hier oben bin, jetzt auch diesen Plan hier mal weiterführen. Ich lasse hier vorne mal drei Blöcke stehen und fange dann an, hier schon mal so ein bisschen was auszubauen. Dann schauen wir mal, ob wir hier so einen ganz leichten Schwung schon mal reinbekommen. Muss ja nicht viel sein, nur so ein bisschen. Und ob das dann wirklich nach was aussieht. Sondern haben wir hier drei Blöcke, drüben drei Blöcke, dann ist das schon mal symmetrisch. Ich glaube, hier hätte ich ganz gerne so und so die Treppenstufen. Dann machen wir hier mal 2, 3. Na, das da ist die 1, dann machen wir hier jetzt 2, 3. Und dann glaube ich die Blöcke hier noch eben raus. Und setze hier dementsprechend nochmal Treppenstufen ein. Und die können hier dann so aussehen und so. Und dann forme ich hier jetzt nochmal so ein bisschen das Dach nach. Warum will das hier nicht funktionieren? So wäre das doch ideal. Och, jetzt ärgere mich doch nicht. Gibt das da irgendeinen Trick? Irgendeine Möglichkeit, wie ich das hier. Also, ich meine, ich könnte es natürlich so machen. Dann sind das hier ja Slabs, dann müssten die hier halt noch so ein bisschen weichen. Das wäre so ein bisschen wie so ein Übergang haben. Obwohl der mir jetzt auch zu hart ist, ehrlich gesagt. Das sieht doch nicht aus. Dann muss ich hier jetzt doch noch so ein paar zu, so ein paar volle Blöcke einsetzen. So. Ich glaube, so könnte das sogar was werden. Und hier war es jetzt das hier weg. Und hier so ein paar volle Blöcke. Hatte ich das so gemacht? Ich glaube ja. Und dann so sieht das aus. Ah, jetzt hängt es ein bisschen durch. Ich glaube, dass ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das wird mir gefallen. Achso, jetzt komme ich hier trotzdem nicht drüber. Ah, doof. Es wird gerade schon wieder duster. Was ist denn mit der Sonne los? Das ist ja voll die Turbosonne. Das Ding hätte ich jetzt vergessen. Okay, ich springe dann nochmal gerade hier runter. Blub. Das große soll ins Turm springen. Wir wissen Bescheid. Ah, und hier habe ich ja sowieso noch so eine Säule. Ja. Dann setze ich hier mal eine zweite ran. Dann nehmen wir da oben die Blöcke weg. Diese zwei hier nämlich. So. Einmal kurz hinhauen und dann betrachten wir mal, was wir hier bisher so alles geschaffen haben. Komm, halbe Stunde ist rum. Damit haben wir jetzt wieder eine gute Folgenlänge. Die volle Stunde, die ich jetzt zuletzt gemacht habe, die kam mir ehrlich gesagt dann doch ein bisschen lang vor. Ich wollte jetzt endlich mal ein bisschen was schaffen, aber dauerhaft immer eine volle Stunde, weiß ich nicht. Für Minecraft, ich denke, ich werde das jetzt einfach mal so eine Weile lang machen und dann gucken wir mal, wie wir uns da eingrooven. Aber für den Moment könnte ich mir vorstellen, eine halbe Stunde Folgenlänge. Was meint ihr, halbe Stunde Folgenlänge kann man doch machen, oder? Nee, doch, aber grundsätzlich, hier fehlt nochmal eine Querstrebe. Fällt mir gerade auf. Ist ja gut, dass ich gerade erst hier die
Säule entfernt habe. Jetzt brauche ich sie wieder. Und die Querverstrebung, die kommt dann hier rein. Und im Prinzip könnte man jetzt das hier auch noch vorziehen, das Dach noch ein bisschen weiter vorziehen. Aber das ist dann vielleicht doch eher ein Projekt für ein andermal. Das muss jetzt nicht mehr sein. Und nee, aber so ganz grundsätzlich finde ich das ja schon ganz nice. Und wenn ihr das auch so seht, dann würde ich mich über ein Like freuen. Das sieht hier oben noch ein bisschen zu massiv aus. Vielleicht muss ich hier noch ein bisschen... Wenn ich das hier noch ein bisschen weiter ziehe und hier so... Ah doch, ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. Wenn ich dann hier so... Ich habe den Satz ja nicht zu Ende gebracht, aber ich denke, ihr versteht trotzdem, was ich meine, wenn ich dazu diese Bewegung hier zeige. Ja, das allerdings, wie gesagt, ist ein Projekt für die nächste Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wie gesagt, über ein Däumchen würde ich mich freuen. Und vielleicht auch ein Abo, falls es noch nicht passiert ist. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Kerke.